Der Veranstaltungskalender auf Steiermark 1. Von Donnerstag, 22. August bis Samstag, 24. August findet in Eisenerz das Rostfest statt. Hase und Eule überzeugen mit rostigem Charme. Das Ortszentrum rückt in den Mittelpunkt durch Urban Camping und garantiert ein einzigartiges Übernachten in leeren Wohnblöcken. Im österreichischen Freiluftmuseum Stübing findet am 23. August ein Open-Air-Konzert mit Aniada, Anoa und Incompania statt. Ticketanfragen an service@freilichtmuseum.at. Los geht's um 20 Uhr. Am 24. August und 31. August findet im IQ Graz die Latin Night statt. Heiße Latin Party Beats garantieren eine unvergessliche Nacht. Los geht's jeweils um 21 Uhr. Die Freiwillige Feuerwehr St. Josef lädt herzlich zum großen Fest am Bauernhof beim Anwesen Dirnböck in der Nähe des Theaters im Bauernhof ein. Am Samstag findet das Sommerfest mit dem Trio Geht's Noch statt und am Sonntag gibt es ein Frühschoppen mit die Pagerborn. Auch heuer feiert die Firma Schirnhofer ihr Familienfest. Wie in den letzten Jahren werden die wilden Jungs der Brauerei Kratzer, Johann und Hermann dabei sein und dafür sorgen, dass der Durst der Besucher nicht überhand nimmt. Am Freitag, dem 30. August, gibt es im IQ Graz ab 21 Uhr Soul, Funk und 70s. Nähere Infos finden Sie unter www.iq-graz.at. Am Sonntag, den 1. September, veranstaltet der Bogenschützenclub Union Seiersberg das 35. internationale Golfpfeilturnier. Los geht's um 9 Uhr auf der Bogensportanlage Seiersberg. Beim Styrian Sludge Run kämpfen Sportlerinnen aus aller Welt in Teams oder einzeln gegen die dreckigste Kraft der Natur, Schlamm. Der 500 Meter lange Schlammparcours wird sicherlich kein Sonntagsspaziergang. Für das leibliche Wohl sorgt unter anderem der Grazer Hase. Jetzt anmelden unter www.sludgerun.at. Der Freizeitpark Märchenwald in der Steiermark bietet Freizeitvergnügen für die ganze Familie. Neben der längsten vierbahnigen Rutsche und einem rasanten Pendelfahrzeug gibt es auch ein Piratendorf und unzählige Spielmöglichkeiten. HC Strache lädt zu seiner Wahlkampftour ein. Die Termine sind jeweils am 27. August und 23. September.